Weiter geht's mit Assassin's Creed. Okay, naja, egal, was soll's. Wir reden jetzt mit dem in Akkon. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel? Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker. Auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Das ist ja Wunderbärchen. Aber jetzt geht's dann erstmal zur Zitadelle von Wilhelm von Montferrat oder von König Richard. Oder nicht allgemein zur Zitadelle, sondern erstmal ins zweite Gebiet von Akkon und natürlich den neuen Aussichtspunkten und allem möglichen. Juhu! Du wirst sterben. Zack! Das war's mit dem. Tut mir leid, aber das musste sein. Ohne deinen Tod hättest du mich nur gelangweilt. Und das geht gar nicht. Ja, Adler, verpiss dich mal. Synchronisieren. Und gleich wird gesprungen. Juhu! Mann, war das ein männlicher Schrei. So, gleich auf den nächsten Aussichtspunkt. Da ist ein Templer. Wow, besoffener, ey. Der bekommt eine. Aber sowas von, der wird geworfen. So, du kommst hier hin. Und der Templer stirbt auch noch. Zack, der ist weg. Mann, ey. Nimm eben die versteckte Klinge und in den Kopf und weg mit dir. 19 von 60 Templern. Das ist doch wunderschön. Mann, wir sind jetzt schon so nah am dritten Gebiet. Da sieht man nämlich schon die Mauer. Also die unsichtbare Mauer. Wow, das Teil ist ja richtig nah dran. Ich weiß nicht, ich finde Akkon als Stadt irgendwie die beste Stadt von den dreien in Assassin's Creed 1. Akkon ist halt so, ich weiß nicht, das schaut so mittelalterlich aus. Und die anderen eher so arabisch, deswegen mag ich das ja am meisten. So, da ist das Teil. Dann springen wir da mal rein und retten gleich hier den Bürger. Aus dem Weg. So, die sterben auch noch. Zack, zack und weg mit dir. Zack, zack. So, wer will als nächstes, der bekommt noch. So, Messer werfen, Kehle durch. Und der letzte noch. Ach, da kommt ja schon wieder einer. Zack und zack, weg mit dir.
Dann noch weg mit dir. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schon. Was ist das? Och nee. Ein dreckiger Assassine wird sterben. Ach, so geht's natürlich auch. Dann gehen wir jetzt zu dem Taschendiebstahl, würde ich sagen. Und schnell hier rein. Die werden da vorne schön festgehalten. Deswegen lohnt sich Partisan eigentlich wirklich. Und ja, erstmal hier durch. Und zum Taschendiebstahlman. Wo ist er denn? Warum geht er nicht wie die anderen? Hä, wo ist denn der? Ach Moment, dann machen wir erstmal den Aussichtsturm. So, und dann hier hoch. Dann da geht's weiter und sind hier irgendwo Wächter oder sowas? Synchronisieren. Und wir springen natürlich. 3 von 11 Aussichtspunkten. Das geht doch eigentlich ganz flott. Flotti Parotti Karotti. Okay, jetzt war ich eindeutig cool. Und wo ist denn der Eingang? Ah, da. Und wir dürfen nicht rein, das war auch klar. Da oben ist der nächste Wächter, der verreckt jetzt aber. So, ein kurzer Sprung. Und da hinten sind die auch schon. Was macht dieser Tor da? Was macht die, die Burbebe? Red nicht so mit mir. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig, ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Ja, das, was du da bei dir trägst, gehört auf jeden Fall uns. Jetzt wollte der genau da lang laufen. Dann komme ich eben von hinten. Und das Zeug gehört mir. Eine vergessene Struktur könnte ein möglicher Eingang sein. Oh, da ist auch eine Flagge. Habe ich es mir doch gedacht. Ich bin nämlich genau deswegen dahinter. Eine von 34 Templerflaggen gesammelt. Na wunderbar, das kann ja noch lange dauern. So, dann gehen wir auf den Aussichtspunkt und gehen mal hier wieder runter. Was tut dieser Tölpel? Was ich Tölpel tue? Ich renne hier ein bisschen über die Dächer. Was denkst du denn? Da hoch und bitte lass es nicht diesen Aussichtspunkt sein. Oh, nee, nee, oder? Genau das ist... Ja, genau das ist der Aussichtspunkt. Befragung. Irgendwo ist hier Befragung. Aber wir machen erstmal hier schön den Turm, wenn wir hier einen Weg hinauf finden würden. Aber ich glaube, ich habe ihn schon. Erstmal hier. So, okay, dann dahin. Also darüber einfach. Na komm, spring. Dann so. Dann hier hoch. Ja, ich glaube, das kenne ich sogar noch.
Dann auf die Seite. Oh, verdammt. Komm, lauf irgendwie weiter. So, Messer werfen. Und Messer werfen. Das war's schon mal mit den beiden. Das schaut so aus, als wäre da eine Flagge. Oh, ein Templer, so geht's auch. Yeah, der fällt runter. Templer getötet, 20 von 60. Mit einem Wurf nach unten. Das muss man auch erstmal schaffen. Dann kletter mal schön, Alter, hier. Dein Alter ist hier. Och, verdammt ist der hoch. Ja, das wird ja ein schöner Sprung. Hier würde ich niemals runterspringen. Ich hätte da sowas von Angst. Nicht mal mit irgendeinem Bungee-Jumping-Seil oder so. Synchronisieren. Och nee, oder? Auf der Spitze ist eine Flagge. Die wollen einen echt verarschen. Scheiße. So. Gerade noch so geschafft. So, dann mal viel Spaß, Alter, ihr beim Springen. Und der hat's wirklich geschafft. Aber der Turm war ganz schön hoch. Naja, egal. Jetzt machen wir erstmal Befragung. Nein. So. Erhebt euch, Freunde! Lasst euch nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs! Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist! Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat! Du wirst geprügelt! Hier nochmal in die Kamera, hier sieht man Rocky! Hier sind auch viele Gangster. Das heißt, die helfen dem sogar, wenn ich den anfangen zu schlagen. Ich schlage ihn jetzt einfach mal hier um die Ecke. Und so. Bäm. Und zack. Nochmal. Nochmal und nach, komm schon. Halt! Genug! Genug! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es! Nehmt es und verschwindet! Ich bin nicht auf Gold aus. Nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich! Er trifft sich mit dem König! Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Ja, sehr schön. Och nee, jetzt ist da hinten noch ein Bürger. Verdammt, dann müssen wir da wohl noch hinrennen. Zwei Nachforschungen sind auf jeden Fall schon mal angestellt. Das ist wunderbar. Ja, genau, gegen den sein Kopf. Verdammt, ey. Muss ich einmal ums ganze Haus rumlaufen. Aber ich habe hier eine Flagge gefunden. Das ist es natürlich auch wert. Und zack, der ist schon mal tot. Messer werfen. Du bist weg. So, du kommst da rein und zack, weg mit dir. So, rein mit dir und du auch noch weg. Mann, wie viele wollen sich noch gegen mich auflehnen? Zack und weg.
Sterb jetzt! Zack! Und mit dem Bürger reden oder auch noch nicht. Verdammt, ich muss Schluss machen. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht behandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. So, wir haben einen Bürger gerettet. Aber, Moment. Ich mache jetzt mal Start, damit mich niemand angreift. Und wir machen hier einen kleinen Schnitt. Deswegen bis zum nächsten Mal. Haut rein.